Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie The Jig is of Time. Es geht wieder weiter hier im Waldtempel. Wir haben hier im letzten Part gut was gemeistert, muss ich sagen. Kommen richtig gut voran. Und ich glaube, wir sind auch jetzt bei einer stattlichen Anzahl von 8 Puzzleteilen. Ja, uns fehlen nur noch 2 Stück. Und ich denke, ich weiß auch, wo die letzten 2 zu finden sind. Das bedeutet, wir sind hier auf einem guten Durchmarsch und dann haben wir nämlich diesen Tempel hier auch bald hinter uns gebracht. Auch wenn der echt geil ist, war er trotzdem sehr anstrengend. Muss man einfach dazu sagen. Also hier waren viele Sachen dabei, wo ich mir dachte, wow, das war übel. Gerade dazu zählt auch das Übersetzen. Ich meine, klar, irgendwie ist es cool, aber irgendwie auch echt übertrieben. So, zack. Ja, zum einen fehlt uns jetzt dieses riesige Schachbrett, ne? Ihr habt schon geschrieben gehabt, wir müssen eigentlich nur, mal bei der Toilette hingucken, was die da so auf ihrem Schachbrett stehen hat und müssen quasi einfach dem Schachbrett folgen, was da so rumsteht. So, die Frage ist, wie macht man das denn am besten? Soll ich mir ein Foto schießen, oder? Und von welcher Seite aus guckt man da am besten? Also, ich schieße mir jetzt mal hier ein Foto und dann werde ich das einfach so vergleichen. Ist ja auch überhaupt nicht überbelichtet. Shit. So. Und ich hoffe, ich kann jetzt einfach quasi auf die Felder springen, wo Statuen draufstehen. Also Spielfiguren. Ich bin da leider irgendwie ein bisschen bei der Übersetzung fehlgeleitet worden, weil da wurde ja gesagt, the pieces, ne? The white pieces first. Soll wahrscheinlich heißen, weiß zieht zuerst. Und soll so einen Hintergedanken geben an, dass da Schach gemeint ist. Aber shit. Da habe ich gerade halt null dran gedacht. Da habe ich halt echt überhaupt nichts dran gedacht, weil ich dachte einfach, du sollst auf die weißen Vierecke zuerst drauf hüppen, weißt du? Irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie bin ich da ein bisschen fehlgeleitet worden. Warum können sie denn nicht einfach sagen, die Spielfiguren weisen dir den Weg oder so? Das wäre für mich irgendwie leichter gewesen. Und das andere ist natürlich hier. Ich hoffe, das klappt jetzt endlich mal. Denn wir haben jetzt einmal den Hinweis von der Fee bekommen. Wir haben das Bild von der Fee bekommen. Wir müssen dem hier einmal ins Gesicht bashen. Aber jetzt ist doch irgendwas kaputt gegangen, oder? Banjo. Das hat sich auf jeden Fall angehört, als ob gerade was kaputt gegangen ist. Ist jetzt hier was Unsichtbares? Hä? Ich verstehe es nicht. Da ist doch gerade irgendwas zerflogen. Hey, ich bin hier komplett. Ich bin einfach lost. Hallo. Vor allem verbrauche ich jetzt so viele Federn. Das nervt mich noch mehr. Was ist denn, wenn ich keine Federn mehr habe? Ich verstehe das nicht. Der hat mir doch klipp und klar, hat der mir erzählt, ich soll hier dem ins Gesicht fahren, oder? Oder ins Weinglas? Nee, auch nicht. Aber ich bin halt gleich tot. Weil ich meine Jump-Attacken hier mache. Ich weiß nicht, entweder gibt es noch ein anderes Bild von dem, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Aber eben war es anders. Eben ist was kaputt gegangen, aber es ist halt nichts passiert. Was soll ich denn darunter verstehen? Okay, wir machen erstmal das andere. Ich mache das andere schnell erstmal, bevor ich hier komplett down gehe. Und das müsste ja jetzt theoretisch hier sein, genau. Achso, übrigens, ich habe
vermeintlich ja gesagt, wir müssen an der einen Stelle Ratatatat machen, aber das war hier. Ne, ich bin da irgendwie, keine Ahnung. Das war der Hinweis quasi, dass ich hier das Ratatatat mache. Naja. So. D. Also theoretisch? Ja. Okay. Aber ich glaube gerade G ist besser. G. G. Und dann kann ich nüberhüppen auf F. Eins nach vorne, eins nach links. Hier hin. Dann kann ich hier hin. Nein! Okay, ich darf nur... Ah, okay, ich darf nur die Weisen. Verstehe. Okay. Zum Glück verliere ich kein Leben und nichts. Oh, das war ein Schluck Kaffee. Okay, die schwarzen Spielfiguren darf ich nicht berühren. Die sind böse. Also F aus, nein, G aus. Und dann hier rüber auf F. Und dann rüber auf E. Und jetzt eins nach rechts, zwei nach oben. Und jetzt warte mal, was mein jetzt? Eins, zwei, drei nach links und eins nach oben. Und jetzt? Frage, ist das jetzt nochmal dasselbe gespiegelt? Nee. Das ist dasselbe nochmal. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Das heißt, ich fange jetzt wieder vorne an. Mit... Warte mal, das ist A, B. Steht da was auf C? Ja, da steht was auf C, also theoretisch. Fuck, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Oder muss ich dann den schwarzen Figuren folgen? Gibt aber auch keinen Sinn. Ach, dieser Tempel, ey. Oder ist das... Weil hier steht ja quasi White Pieces First. Wenn ich mich richtig erinnere. Warte mal. Ich habe hier stehen... Ja, White Pieces Moves First. Entweder heißt das erst weiß und dann auf der anderen Seite die schwarzen Figuren... Oder es ist nur der Hinweis, dass ich auf die Figuren achten soll. Ist halt nur ein Schachbrett, ne? So, wir haben auf jeden Fall G. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. So. Wenn ich jetzt eine schwarze Figur machen müsste, dann müsste ich echt richtig weit springen. Ja, das wird ja nichts. Warte mal, eins, zwei, da hinten. Ja, nee.
Da kam ich nicht weit genug. Alter, Leute, diese Rätsel, ne? Ich tick hier aus. Das kann doch nicht sein. Also. Wir haben hier G. Dann hier zwei. Dann hier zwei. Dann hier zwei. So. Easy, ne? Das nächste wäre jetzt 3 nach links und 1 nach oben. Hier. So. Und jetzt hört's halt auf. Was muss ich jetzt machen? Kann ich jetzt auf A? Hier. Ja, ich muss jetzt die schwarzen Figuren machen. Aber hier sind kaum schwarze Figuren. Das ist eher das Problem, was ich habe. Mensch. Ja, okay, okay. Verstehe. Das ist die Toilette und das ist sie. Das sind ihre Figuren. Hab ich das vielleicht unpassend fotografiert? Weil ich sehe hier halt keine Figur. Vielleicht stehe ich da mit Banjo gerade voll auf dem Fuß drauf. 1, 2. Geht das? Okay, gut. Da ist nämlich eine Figur. Die habe ich nicht gesehen, weil ich da das Foto mit Banjo gemacht habe. Da stehe ich voll auf dem Fuß drauf. Auf der Figur. So, 1, 2, 3. Ne, warte mal. 2 nach rechts. Und 2 nach oben. Hier. Und 2 nach rechts und 1 nach oben. Und Feuer frei, komm. Oh, Gott sei Dank. Alles klar. Das Rätsel hätten wir dann auch gelöst. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das so drinne gelassen habe. Denn ich finde, ihr solltet auch merken, dass ich da mit den Rätseln voll Trouble habe. Also zumindest ein bisschen. Ah! Ach nö. So. Und jetzt habe ich halt nur noch ein Leben. Ein Lebenspunkt, sag ich mal so. Theoretisch müsste ich mich mal ein bisschen heilen. So, und das letzte muss halt in dem seinem Gesicht sein. Ich verstehe das nicht. Wir haben den Hinweis von der Fee bekommen. Wir haben das Bild gesehen. Wir haben... Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Aber das Bashen in den sein Gesicht funktioniert irgendwie nicht. Ich krieg's nicht hin. So, hier unten habe ich gerade kein Leben. Krieg ich jetzt auf die Schnelle ein bisschen Leben her. Ich meine, ich könnte mich jetzt umbringen. Das ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Weil... Ja, weil, ich sag mal so, wir haben ja alles. Ist ja alles gespeichert. So. Danke für eure Hilfe. Ich renne mir jetzt einen Aal, um irgendwo ein Leben zu finden. Ich glaube, ich sollte mich einfach umbringen. Weil jetzt spielt es wirklich mal keine Rolle, dass ich sterbe. Hier ist halt auch nichts. Kann ich mich hier verbrennen? Nein. Komm dann, ich ersauf mich jetzt. Ganz ehrlich. Es bringt's ja nicht. Oder? Komm schon, ersauf dich. Ich will sowieso mal sehen. Ich will mal sehen, wie Banjo stirbt, wenn er ersäuft. USK 18 übrigens. So, now, what happened? Huh. Armer Kerl. Ja. Was war das? Okay, wir sind wieder drinne. Hallo, meine Lieben. Hallo, Noten. Zum Glück sind wir hier fertig, ey. Zum Glück muss ich nichts mehr machen. Wir müssen jetzt wirklich nur noch diesen blöden Kuckuck da oben irgendwie, rammen, sag ich mal.
So, aber jetzt können wir auch nebenbei ein paar Federn einsammeln. Wie machen wir das? Warum funktioniert das bei uns nicht? Oh, goldene Federn gibt es auch. Sehr schön. Aua. So. Und dann können wir auch gleich am Leben. Gucke mal. Jetzt läuft das alles schon viel fluffiger hier. So, mein Freund. Warum funktioniert das bei dir nicht? Und warum wurde einmal dein Glas zerstört und einmal nicht? Ich verstehe es nicht. Guck mal. Jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Ah. Ich glaube, das hätte vorhin auch schon funktioniert, wa? Wir haben es geschafft. Ist abgeschlossen, dieses Level. Hat auch lang genug gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal 16 Minuten brauche, um hier das Level komplett zu beenden. Aber jetzt haben wir es endlich. Boah, Gott sei Dank, ey. Also ich würde sagen, bis jetzt läuft es eigentlich mit der Komplettierung von den Leveln ziemlich gut. Das Einzige, was wir noch nicht komplett haben, ist der Lon-Lon-Farmhof von Brunhilda, Brunhilda, Brumsibrum. Ich sammle hier nochmal ein paar Federn ein. Und dann vielleicht noch ein paar Eier und dann verlassen wir das Ding hier wieder. Und dann müssen wir uns ein neues Level suchen, Leute. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ach so, und wir müssen vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt endlich wieder da ist. Wir müssen vielleicht jetzt nochmal zurück zu Soras Reich. Vielleicht ist jetzt der Daddy wieder da. Und dann kommen wir an den Jinjo, weil das ist halt auch noch einer, der uns fehlt. Dann müssen wir nochmal die ganzen Jinjos einsammeln. Halt auch ein bisschen eklig, aber ja, was willst du machen? So, raus hier. Okay, hier noch ein paar Federn mitnehmen. Let's go. Es ist so lustig, dass ich im Original, also nicht im Original, aber in Gold Quest gerade auch halt an der Stelle so teilweise bin. Ist schon irgendwie witzig. Hi Kumpel. Du Scheiße hier, komm, geh weg. La. So, ich versuche heute richtig schön viel aufzunehmen, denn ich habe aktuell gar keine Folgen mehr. Das heißt, diese Folge, schnell hoch, ist auf jeden Fall top aktuell, wenn die morgen rauskommt. Also da könnt ihr euch richtig schön auslassen. Da bin ich wirklich auf dem aktuellsten Stand, den man haben kann. Ich gehe mal hier lang, oder? Also die ist quasi heute am 28. aufgenommen, am 29. wird sie veröffentlicht. Dasselbe gilt auch für Paper Mario. Weil ich bin jetzt über die Woche wieder komplett leer gelaufen, was halt Folgen angeht. Liegt daran, dass ich aktuell in der Spätschicht bin. Meine Frau aber gleichzeitig auch hier Homeoffice macht und ich dadurch halt in der Spätschicht wenig aufnehmen kann. Sie aber immer an einem Tag in der Woche halt, ja, auf Arbeit gehen muss. Und ich dementsprechend dann viel Zeit habe, das zu machen. So, wir gehen in die Lost Woods. Also an dem einen Stichtag muss ich dann richtig durchballern, damit ich genug Folgen habe, um das über die ganze Woche teilweise wieder auszugleichen. So, ich muss jetzt hier einfach nur mal irgendwie raus, bitte. So, jetzt müsste beim Kukiri-Wald sein. Ach schön. Warum können wir nicht hier nochmal anfangen, oder? Das war doch alles schön hier. Unsere Anfänge. Ah, guck mal, wir haben schön viele Eier. So, Folge ist halt gleich rum. Ich hätte gesagt, Leute, wir ja, laufen jetzt noch zu Soras Reich. Gucken mal, ob wir da im nächsten Part vielleicht fertig werden. Also theoretisch. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt was mit dem Jinjo zu tun hat, dass der Vater nicht da ist. Oder ob wir einfach nur zu blöd waren, herauszufinden, wie wir den da rauskriegen. Das kann halt auch sein. Auf jeden Fall ist das im nächsten Part,
versuchen wir das auf jeden Fall zu beenden, das Level. Denn aktuell sieht es ja so aus. Warte, ich gehe nochmal ganz kurz durch die Level durch. Hyrule sieht so aus aktuell. Safe and quiet. Warte mal, wo kann ich mir denn... Ich kann mir doch hier auch alles angucken, oder? Genau. Lost Woods. Fertig. So. Game total. Ja, ja. Aber ich will ja... So. Hyrule. Genau. Death Mountain. Fertig. Kokiri Forest. Fertig. Zoras Domain. Da fehlt jetzt noch das mit den Jinjos. Dann ist das auch fertig. Kakariko. Fertig. Castle Town. Fertig. Forest Temple. Fertig. Okay. Also, es fehlt jetzt wirklich... Ja, das zählt ja mit zu Hyrule, ne? Also hier die Steppe davor. Ja, Leute, ich würde sagen, ich laufe jetzt offscreen mal dahin. Und dann geht es in der nächsten Folge da weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.